Moin, in dem Video erkläre ich dir, was Pushback bedeutet. Pushback bedeutet, dass dein One Wheel in irgendeiner Weise überlastet ist. Beim Pushback passiert Folgendes: Du fährst, verlagerst zum Beispiel dein Gewicht nach vorne und das One Wheel drückt trotzdem den vorderen Teil nach oben. Es gibt bei den neueren Modellen jetzt auch einen Pushback-Ton. Das heißt, da piepst dein One Wheel und diese Leiste hier vorne leuchtet rot. Pushback kann auftreten, wenn euer One Wheel überladen ist. Das heißt, euer One Wheel ist bei 100% und ihr fahrt zum Beispiel einen Berg runter. Das One Wheel lädt beim Bremsen auf. Das heißt Rekuperation. Okay, jetzt haben wir jetzt. Ich sehe. Oh Mann. Dadurch kann es sein, dass euer One Wheel irgendwann überladen ist. Dann habt ihr ein Pushback. Wenn das aufgetreten ist, dann unbedingt absteigen und entweder den Berg, den ihr gerade runterfahrt, oder die Strecke, wo ihr gerade runterfahrt, ein Stück weit hochfahren, so lange bis das One Wheel genügend entladen ist. Oder ihr aktiviert in der App den 90% Modus. Das heißt, dann lädt das One Wheel einfach nur noch bis 90%. Wenn ihr jetzt auf einem Berg wohnt zum Beispiel und ihr fahrt jeden Tag direkt am Anfang runter, dann ist es sinnvoll, die 90% Grenze anzumachen. Der Gegensatz zum Überladen ist Entladen. Heißt, wenn euer One Wheel alle ist, hilft nur noch Absteigen und Aufladen. Der gefährlichste Pushback ist definitiv, wenn ihr zu schnell seid. Wenn ihr das One Wheel an seine Grenzen bringt und zu schnell seid und ihr habt einen Pushback, dann unbedingt abbremsen. Ihr seid dann bei voller Fahrt und da wollt ihr nicht, dass das One Wheel einfach abschaltet. Bei Pushback schaltet nämlich das One Wheel einfach ab, einfach um die Komponenten und um das One Wheel insgesamt zu schützen. Pushback an sich ist absolut nicht gefährlich, solange ihr es nicht ignoriert. Heißt, niemals Pushback ignorieren. Wenn ihr Pushback ignoriert und über Pushback hinweg durchdrückt, kann es sein, dass sich das One Wheel einfach abschaltet. Und dann haut sich entweder bei voller Fahrt runter oder wenn ihr gerade einen Berg runterfahrt und es überladet. Deshalb immer Pushback beachten, immer abbremsen und rausfinden, warum ist der Pushback aufgetreten. Pushback tritt nicht bei einer bestimmten Geschwindigkeit ein, sondern das besteht aus mehreren Komponenten. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Pushback ist ein wichtiges Thema, über das alle One-Wheel-Fahrer Bescheid wissen sollten. Es ist nicht gefährlich, solange man es beachtet. Wenn man es nicht beachtet, wenn man es ignoriert, wenn man drüber hinweg durchdrückt sozusagen, kann es sehr, sehr gefährlich werden. Wenn ihr noch Zubehör oder ein ganzes One-Wheel braucht, dann schaut gerne auf brettsport.de vorbei. Und schaut auf unserem YouTube-Channel unsere anderen Videos zum Thema One Wheel an. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ich habe Angst, dass ich nachher im Schnitt so eine dumme Idee habe, wie ich lasse dann so eine Szene drin oder so. Das ist nicht unwahrscheinlich. Ja. Schaut gerne auf brettsport.de vorbei. Da könnt ihr das One Wheel und die passenden Zubehöre kaufen. Schaut außerdem auf unserem Channel vorbei, da sind noch weitere One Wheel Videos.